Das Fahrscheinsystem soll dich und deine Klasse in offenen Lernphasen wie Stationen, Arbeit oder Lerntheken unterstützen. Fährt man mit dem Zug, braucht man ein Ticket. Sind alle Tickets verkauft? Ist der Zug voll? Diese Idee steckt auch hinter dem Fahrscheinsystem. In den Bahnhof kann ich den Titel meiner Lerntheke schreiben. Unser Beispiel heute: Wortarten. Jede Station trägt einen Namen. Bei Station 2 dürfen die Kinder zum Beispiel Verben üben. Hierzu gibt es Zuordnungsspiele. Mir geht es oft so bei Stationenarbeiten, dass ich möchte, dass die Kinder spielerisch sich mit dem Thema auseinandersetzen. Bei einer Klassenstärke von 24 Kindern möchte ich aber nicht 12 Zuordnungsspiele basteln. Daher gibt es heute 3 Zuordnungsspiele und es dürfen immer 2 Kinder in Partnerarbeit arbeiten. Um den Kindern jetzt einen Überblick zu geben, ob der Zug schon voll ist oder ob diese Station noch verfügbar ist, gibt es Zugtickets. Ich hänge also, da ich 3 Zuordnungsspiele habe, die Kinder in Partnerarbeit arbeiten, die passende Anzahl Zugtickets zu meiner Station. Bedient sich ein Kind jetzt an der Station, nimmt sich ein Zuordnungsspiel, wählt es auch das Ticket und für die restliche Klasse ist ersichtlich, dass noch 4 weitere Kinder an der Station arbeiten können.